Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister's Outdoor Cooking. Wir sind heute wieder am Monte Carlino und heute gibt es wieder was Leckeres aus dem Dutch Oven. Und zwar machen wir einen kleinen Versuch heute, etwas, was ich so noch nie gemacht habe, und zwar einen Schweinebratentopf. Was Schweinebratentopf ist, was wir dafür alles brauchen, das seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Hier sind wir wieder. Leute, die mein Tabasco-Fleisch gesehen haben, werden die Kulisse wiedererkennen. Der Monte Carlino, meine Heimatstadt hier in Hirschau, unsere Touristenattraktion. Schöne Location, wir sind wieder an der Blockhütte, eine Woche später. Und wir werden heute unser Schweinebraten-Töpfchen machen. Also das ist mal was richtig Extravagantes, habe ich so in diesem Format auch noch nicht gemacht. Einen richtigen Plan dafür. Ja, einen Plan habe ich, aber wie ich das Ganze umsetzen soll, das weiß ich noch nicht. Also das ist heute mal wirklich so eine Eigenkreation. Ist auch mal wieder eine schöne Aktion. Und was wir da für unseren Schweinebratentopf alles brauchen, das schauen wir uns jetzt im Einzelnen erst einmal an. Den fleischigen Anteil bilden heute drei Komponenten. Wir haben einmal einen Schweinenacken, dann haben wir hier einen geräucherten Schweinebauch und Rippeler. Dann haben wir Karotten, wir brauchen einen Knödelteig, Schwarzbier, diesmal habe ich wirklich Schwarzbier erwischt, nicht wieder Bockbier, also da bin ich schon mal stolz auf mich. Dann brauchen wir Pfeffer, wir haben Sauerkraut, Salz. Vom lieben Onkel Andi haben wir hier ein Schweinebratengewürz, das hat er mal erstellt. Fand ich mega, mega lecker und passt heute hier wie die Faust aufs Auge. Kann ich später nochmal drauf eingehen, was da alles drin ist. Wir haben ein bisschen Petersilie, wir haben Knoblauch und dann haben wir hier noch Tomatenmark. Also ihr habt gesehen, das wird heute eine richtig fleischige Angelegenheit und das Rezept dazu sowie die genauen Mengenangaben findet ihr unten alles haargenau in der Infobox. Dann haben wir ein paar Vorbereitungsarbeiten zu tätigen und damit fangen wir jetzt an. Beginnen werden wir mit unserem Schweinenacken. Das Ganze wird heute so laufen, dass wir uns da Würfel rausschneiden, quasi wie so eine Art Gulasch. Also das wird jetzt nicht der klassische Schweinebraten, wie man kennt. Also hier haben wir jetzt quasi nichts anderes da wie ein schönes dickes Nackensteak. Und das werden wir uns dann einfach nur in der Mitte nochmal halbieren. Und wie gesagt, dann unsere Gulaschstückchen hier rausschneiden. Dann kommt unser Schweinebauch dran. Da habe ich mal liebevoll von der Metzgerei des Vertrauens schon die Schwarte entfernen lassen. Und auch die Knorpel haben wir hier schon rausgeschnitten. Also von dem her können wir da auch gleich starten. Und die werden wir uns ebenfalls in so gulaschgroße Würfel schneiden. Dann habe ich jetzt hier einfach noch zwei Rippler mitgenommen und da werden wir uns auch nur die einzelnen Rippchen hier rausschneiden. Dann sind wir auch schon fast fertig mit den Vorbereitungsarbeiten. Wir haben jetzt hier noch einen Knoblauch, den werden wir uns einfach bloß ein bisschen hier so klein hacken. Muss gar nicht besonders fein sein. Das passt so. Und dann haben wir hier noch ein paar Karotteler. Die werden wir uns auch in ein paar Scheiberler hier schneiden. Also ich habe gesehen, der Anteil heute Gemüse zu Fleisch ist heute ein bisschen unausgewogen, aber hey, wir mögen es alle fleischig, von dem her Gemüse sollen die essen, die Gemüse mögen. Wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Geschmack mit unseren Karotten rein und das ist das Wichtigste. Ja, und das war es dann am Vorbereitungsarbeiten und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns mal unser Setup heute an. Wie im Einspieler zu sehen. Ich habe ihn schon lange nicht mehr benutzt, aber heute habe ich ihn einfach mal wieder mit hierher geschleppt. Den guten alten Atago von Petromax und mit dabei ist der DO9 vom Barbecue Toro. Das ist mein Setup heute und dann hätte ich gesagt, gehen wir hier den Dutch Oven mal auf den Atago drauf und heizen den mal kräftig auf.
Der Dutch Ofen ist dann heiß und wir geben da mal einen kräftigen Schwung Pflanzenöl hinein. Und dann fangen wir an, dass wir uns unseren Schweinenacken hier, wie so Gulasch, eben mal portionsweise schön anbraten da drin. Unser Fleisch hat dann schön Farbe bekommen und insgesamt auf 3 Chargen haben wir das jetzt angebraten. Und dann werden wir das einfach herausnehmen und derweil beiseite stellen. Als nächstes schnappen wir uns dann die Rippeler und werden die hier drin mal schön kräftig anbrutzeln. Einfach auch nur, dass die ein bisschen Farbe kriegen. Nach ein paar Minuten sind unsere Rippeler dann auch angebraten, haben ein bisschen Farbe bekommen. Und auch die werden wir jetzt zum anderen Fleisch mit dazugeben und ein bisschen auf die Seite stellen. Dann haben wir jetzt hier noch unseren Schweinebauch. Da ist das Ganze ein bisschen tricky. Das Ganze ist ja doch gepökelt und geräuchert. Da heißt es, das sollen wir nicht anbraten. Aber hey, wo kein Kläger, da kein Richter. Das macht er individuell, wie ihr wollt. Mir ist das egal. Ich werde das hier trotzdem einmal kurz anbraten. Und auch unser geräucherter Schweinebauch ist dann fertig. Auch der hat schon schön Farbe bekommen. Und den geben wir jetzt ebenfalls hier zum restlichen Fleisch dazu. Und in dem Topf ist jetzt mächtig Rambazamba drin. Da haben wir jetzt noch unsere Karotten und die werden wir jetzt hier auch noch mal kurz anschmurgeln. Da werden wir jetzt auch ganz kurz unseren Knoblauch mit dazugeben. Da schauen wir auf, dass der nicht verbrennt. Also wir braten das Ganze jetzt wirklich nur für ein paar Sekunden an. Und dann werden wir jetzt gleich unser Schwarzbier hier mit dazugeben, um das Ganze hier einfach mal schön abzulöschen. Während unser Bier jetzt hier noch am Schäumen ist, geben wir derweil dann unser komplettes Fleisch hier wieder mit dazu. Mitsamt dem Saft, der hier ausgetreten ist. Und das ist einiges, aber das gibt dann alles Geschmack. Dann haben wir jetzt hier das Gewürz vom lieben Onkel Ande, alias Oberpfalz Barbecue. Was er da alles für Zutaten genau drin hat, ich weiß es nicht. Man kann das Ganze nur ein bisschen so erahnen, erschmecken. Das gibt es ja offiziell noch nicht auf dem Markt. Das hat er bloß so privat ein bisschen zusammengemischt. Und da werden wir jetzt kräftig mal ein Gewürz mit dazu geben. Also beinhalten tut das Ganze richtig guten Pfeffer, Majoran, Kümmel ist damit drin, ein bisschen Salz, ich glaube auch Chili. So Liebstöckel ist damit drin und ja, da einfach einen ordentlichen Schwung mit dazu. Und dann werden wir das Ganze hier mal kurz vermengen. Salz werde ich jetzt zuerst einmal noch nicht rangeben, denn durch unseren Bacon kann das Ganze natürlich sehr salzlastig werden. Deswegen warten wir da erst einmal ab. Was wir jetzt gleich noch mit dazugeben, ist unser Sauerkraut. Wenn wir es denn aus der Dose rausbringen. Und auch das werden wir jetzt hier erst einmal mit unterheben. Und vielleicht kann man es auch sehen, wenn man hier so nach unten drückt, durch die schönen Röstaromen, die wir unten am Boden hatten, haben wir jetzt hier auch schon eine klasse braune Grundsoße hier drinnen zusammenbekommen. Was wir jetzt noch dazugeben müssen, ist unser Tomatenmark. Wer möchte, kann das natürlich auch vorher noch mit anbraten, aber das ist hier essentiell nicht wichtig. Und von dem her gehen wir hier, ja, so eine Viertel der Tube, sage ich jetzt mal, halbe, vom Quetschgefühl her ist es eine halbe, was wir jetzt hier haben, einfach mal mit dazu. Und auch das wird jetzt hier nochmal ein bisschen vermengt. Dann machen wir hier noch unseren Deckel drauf. Und dann lassen wir unseren Topf hier einfach mal für gut Stündel schön gemütlich vor sich dahin blubbern. Sollte in der Zwischenzeit irgendwas sein, schreibt man wieder mit dazu. Ansonsten sehen wir uns dann nach der Stunde wieder. Mein Kumpel Christoph, der darf jetzt mal kurz winken. Während unser Töpfchen jetzt da draußen schön gemütlich vor sich dahin blubbert, haben wir uns unseren Knödelteig geschnappt. Das ist bayerischer Knödelteig, halb und halb. Das ist so der klassische bei uns hier in Bayern. Das heißt, der besteht aus rohen, groben Kartoffeln, die fein geraspelt sind, und aus gekochten Kartoffeln, die dann gestampft sind. Und das sind bei uns so die perfekten Knödel. Aber
Da hat auch jeder andere Vorlieben. Es gibt die seidenen Knödel, es gibt nur rein grobe Knödel. Traditionell, wie gesagt, halb und halb bei uns so das gängige Format. Und da drehen wir uns jetzt einfach hier so kleine Klößchen hier raus und schauen, dass wir nicht alles verlieren. Die Knödel sind gedreht und die werden wir jetzt hier in unseren Topf dazugeben. Und der natürliche Feind des YouTube-Grilles, der Rauch, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Auf jeden Fall, wir werden jetzt unsere Knödel einfach nehmen und werden die hier oben einfach mal draufsetzen. Unterrühren können wir die jetzt noch nicht, denn sonst werden die matsch. Die sollen jetzt am Anfang erst einmal gedämpft werden, bis die richtig schön durch sind. Und das dauert so ungefähr, naja, sagen wir mal 10 Minuten. Der Deckel kommt wieder drauf und dann schauen wir nachher wieder rein. Und gut eine halbe Stunde sind wir dann auch fertig. Wir haben in der Zwischenzeit schon unser Thumbnail gemacht und unser Intro abgedreht. Also die Knödel sind jetzt richtig schön weich. Verrühren kann man das nicht. Man kann es hier vielleicht vereinzelt sehen. Also die zerfallen hier. Die sind richtig schön weich gekocht, wenn man die jetzt unterrühren möchte. Deswegen passt es so, wie es ist. Und dann hätte ich gesagt, wir holen uns da einfach mal was raus und werden das Ganze probieren. So Leute, ich grinse. Also es riecht gigantisch und wir werden das Ganze jetzt probieren. Ich bin da mega gespannt drauf. Was haben wir jetzt hier alles? Also einmal Schweinenacken, hier einmal Bacon. Ich werde mir da überall mal was runter machen. Das Fleisch ist jetzt nach gut eineinhalb Stunden gut weich geworden. Wir reden hier noch nicht vom Pulled Pork, dass man es in seine einzelnen Fasern zerlegen kann. Aber ansonsten kann man es mit dem Löffel schön alles zerdrücken. Wir fangen mal mit dem Bacon an und guten Appetit. Leute, also ich muss jetzt schon ein bisschen grinsen hier. Das ist richtig, richtig klasse. Der Bacon allein ist ein wenig salzig, deswegen probieren wir das Ganze jetzt mal mit dem Schweinenacken nochmal hier. Guten. Wow, Freunde, absolut wow. Also, dass das so geil wird, hätte ich jetzt nicht erwartet. Wer Schweinebraten kennt, so als richtig klassischen Sonntagsbraten, der weiß einfach, wie so ein Schweinebraten schmeckt, wenn man das Ganze dann jetzt hier so isst. Wir haben alle Zutaten, die man eigentlich hier so beim Schweinebraten auch verwendet, in diesem Topf mit reinkauen und deswegen schmeckt es auch richtig geil nach Schweinebraten, so wie es sein sollte. Einen großen Anteil dabei hat auf jeden Fall in Andi, Onkel Andi alias Oberpfalz Barbecue sein Gewürz. Der gibt so die kümmelige Note, das bisschen Majoran. Was mir vielleicht ein bisschen auffällt, wir haben ein bisschen Röstaromen, starke Röstaromen am Anfang gehabt, wo wir das Fleisch angebraten haben. Da ist so ein leicht, ja, ein Ticken bittere Note mit dabei. Vielleicht haben wir den Dutch Oven vorher erst ein bisschen auswaschen müssen. Auf jeden Fall, das kommt ein bisschen leicht bitter durch, obwohl wir eigentlich das süßliche Schwarzbier verwendet haben. Aber das ist jetzt weiter nicht tragisch. Richtig geiler Sauerkrautgeschmack hier mit dabei. Also das hat wirklich so eine Mischung aus Gulasch und Schweinebraten zusammen. Kann ich euch wärmstens ans Herz legen, dass ihr sowas einmal ausprobiert. Dann haben wir jetzt hier noch unser Knödelchen, aber das ist ja nur Beilage und das auch nochmal kurz. Klasse, also Schweinebraten als One-Pot-Variante ist eine richtig geile Sache, bin ich mega happy, dass das so geklappt hat. Ich hatte ja nicht wirklich einen Plan, keine Vorlage, wo man sich da irgendwie orientieren kann, alles wieder irgendwo in meinem Kopf kreiert. Hat funktioniert und von dem her probiert es aus, macht es nach, sagt mir, wie es euch geschmeckt hat, wenn es denn gemacht habt und dann kommen wir hier auch zum Ende. Hat euch das Video gefallen, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Einen freundlichen Kommentar dürft ihr mir auch geben und solltet ihr dann noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein. Hier oben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Dann bin ich raus. Ich weiß nicht, ob wir nochmal am Monte hier drehen und ja, einfach schauen, was passiert und wir sehen uns dann die nächste Zeit wieder. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.